17. Runde. Dann Federgewicht. Terry McGovern gegen Joe Gans. Terry McGovern, der Mann. Der helleren Hose, und er ist auch zu erkennen, er ist der Weißhäutige, und Joe Gans ist der schwarze Fighter. Es war kein Titelfight, zu diesem Zeitpunkt war Terry McGovern Weltmeister im Federgewicht. Dieser Joe Gans war eigentlich einer, der im Leichtgewicht angesiedelt war. Und das war's dann. K.O.-Sieger in der zweiten Runde wurde Terry McGovern. Also auch bei den Leichten ging es rauf und runter. Und damals konnte man noch bei dem Gegner, der am Boden war, stehen bleiben. Man musste nicht in die neutrale Ecke gehen. Und sobald er hoch war, kam der nächste Hammer. Das alles ist heute nicht mehr möglich. Bin jetzt nicht sicher, ob der Ringrichter schneller zählt oder ob der Kameramann schneller dreht. Das war's dann. Also K.O.-Sieger Terry McGovern in Chicago am 13. Dezember.